Moin, moin, ihr Schlingel. Alles klar soweit? Nachdem Luzi gestern im extrem ruhigen Mary Birdland war, flog er letzte Nacht mit seinem Flugzeug nach Mittelamerika und befindet sich jetzt in El Salvador, um uns einiges Interessantes über dieses Land zu erzählen. Na dann schalten wir mal zu meinem Bruder. Moin Luzi, alles frische soweit? Moin Jack. Ja, alles gut soweit. Ich bin schon einige Stunden in El Salvador und konnte so einiges über dieses Land in Erfahrung bringen. El Salvador heißt übersetzt der Erlöser bzw. der Heiland und kommt aus der spanischen Sprache. Es ist übrigens das kleinste Land der Region Mittelamerika und hat zugleich die höchste Bevölkerungsdichte. Hinter mir seht ihr die Flagge von El Salvador und natürlich seht ihr auch gleich wie immer, wo das jeweilige Land liegt. Die Amtssprache ist logischerweise Spanisch. Die Hauptstadt heißt San Salvador und ist eine präsidentielle Republik. Das heißt, dass dieses Land von einem Präsidenten regiert wird. El Salvador ist 21.041 Quadratkilometer groß an Fläche und ist damit vergleichbar genauso groß wie, richtig, Hessen. El Salvador hatte 6,5 Millionen Einwohner übrigens. Pro Jahr gewinnt das Land 0,5% an Einwohnern dazu. Läuft also. Nur beim Thema Aufklärung mit Geschlechtskrankheiten. Da sollte noch ein bisschen nachgebessert und nachgeholfen werden. Eigentlich hat El Salvador nur eine Währung, und zwar seit 2001 den US-Dollar. Jedoch ist noch die Vorgängerwährung namens Colón im Umlauf, mit welcher inoffiziell auch noch an manchen Orten bezahlt werden kann. Seit dem 13. April 1838 ist El Salvador von der Zentralamerikanischen Konföderation unabhängig und hat auch eine eigene Nationalhymne. Im Übrigen ist El Salvador auch das einzige existierende unabhängige Land in Mittelamerika, welches keinen direkten Zugang zum Karibischen Meer hat. Es gibt hier sehr viele Vulkane und dadurch auch leider sehr viele Erdbeben. Der höchste Berg hier ist der El Pital mit 2730 Metern Höhe und der höchste Vulkan des Landes ist der Santa Ana mit 2365 Metern Höhe. Etwa 90% der Bevölkerung sind Mestizen, also Mischlinge. Der Rest sind 9% Europäer und 1% indigenes Volk. Indigene Sprachen werden heute nicht mehr so viel gesprochen oder weitergegeben, da ab 1932 das Sprechen oder das Tragen von indigenen Klamotten mit dem Tod bestraft hätte werden können. Die Sprache Nahuatl wird kaum noch gesprochen, ist aber unter den indigenen Völkern am meisten vertreten. Wenn diese Sprache ausstirbt, hat El Salvador keine aktive Sprache der sogenannten Ureinwohner mehr. Vergleichbar mit anderen Ländern leben laut Umfragen jedoch hier die weltweit glücklichsten Menschen. Doch durch die hohe Kriminalität denkt fast jeder vierte Einwohner daran, das Land vielleicht irgendwann zu verlassen. Irgendwie kurios, oder? Aber so ist es tatsächlich. El Salvador ist eines von weltweit zwei Ländern, welches das Ausbringen von Agrochemikalien, also Chemikalien für zum Beispiel Düngung und Schädlingsbekämpfung, verbietet. Auch hat das Land sehr scharfe Gesetze und Verbote. So hat El Salvador ein absolutes Abtreibungsverbot. Wer es trotzdem illegal versucht, riskiert, wenn man erwischt wird, den Rest des Lebens
im Gefängnis zu verbringen. Die Schulzeit liegt hier zwischen 3,7 bis 6,5 Jahren, da es nicht so viele Lehrer gibt. Schade eigentlich. Die meisten Einwohner hier sind Christen. 50% sind katholisch und 31% evangelisch. Ein Wahlrecht, so wie wir es kennen hier in Deutschland, gibt es für alle Einwohner in El Salvador erst seit 1959. 1969 gab es leider auch einen Krieg zwischen El Salvador und Honduras. Der Krieg ging vom 14. Juli bis 18. Juli 1969, also 100 Stunden, und kostete 3000 Menschen das Leben. Der Auslöser war wirtschaftliche Probleme zwischen den beiden Ländern. Auch Militär und Opposition leisteten sich oft bewaffnete Kämpfe und sorgten dadurch für Angst und Schrecken im Land. Durch die kriminellen Banden gilt El Salvador heute als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Es gibt zwar mittlerweile weniger Tote durch Bandenkonflikte, jedoch ist die Zahl immer noch im vierstelligen Bereich. Damit hält El Salvador den traurigen Rekord von den jährlich meisten Toten weltweit. Damit nicht so viel echtes Geld gestohlen werden kann durch die Banden, hat sich das Land mittlerweile auf die Kryptowährung Bitcoin als weitere Währung geeinigt. Durch viel Korruption im Lande können natürlich die Bürgerrechte nur zum Teil verteidigt werden. Am meisten unterstützt wird das Land logischerweise von Amerika. El Salvador gehört zu den wenigen Ländern, die die Volksrepublik China nicht anerkennen, jedoch diplomatische Beziehungen aufbauen. Auch schon wieder so ein kurioses Ding, oder? Na, El Salvador scheint das Land der Kuriositäten zu sein. Eine eigene militärische Streitmacht besitzt El Salvador natürlich auch. Rund 22.000 Soldaten. Kulturell wird hier am meisten gemalt und natürlich musiziert. Den größten medialen Einfluss bekommen die Einwohner übers Radio. Das war es für heute von mir und ich werde jetzt aus Sicherheitsgründen direkt weiterfliegen, denn so schön wie dieses Land auch ist, so gefährlich ist es leider auch. Morgen bin ich schon wieder im nächsten Land und zwar in Gambia. Für El Salvador sei nur gesagt, es ist schön, aber solange es noch so gefährlich ist, würde ich es euch nicht als das nächste Reiseziel empfehlen, aber ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass es besser wird. Also dann, bis morgen, meine Lieben. Ja, Luzi, pass weiterhin gut auf dich auf und wir freuen uns alle, wenn wir dich morgen wiedersehen. Mach's gut. Und bei euch verabschiede ich mich jetzt auch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen und sage, also dann, macht's gut und ciao, ciao.